Oh, einen wunderschönen guten Morgen, meine liebe Q11, Geschichte 11, da sind wir, nur wer sich hier fragt, in welchem Video bin ich eigentlich gelandet. Wir sind immer noch bei unserem großen Thema der frühen Bundesrepublik und wir haben in den letzten Stunden kennengelernt, wie Deutschland West, die Bundesrepublik, ihren Weg macht von 1945, der Zerstörung und Kapitulation im Zweiten Weltkrieg hin bis zur Gründung. Die letzten zwei Stunden habt ihr gesehen, eine Leihgabe gewissermaßen von der Q12, das Video, wie es 1949 dann zur Gründung der Bundesrepublik kommt mit dem Vorlauf über die Frankfurter Dokumente und den Kurswechsel der USA im Kalten Krieg. So, nun sind wir also in dieser neu gegründeten frühen Bundesrepublik angekommen. Wir haben schon gesehen, einen der großen Vorteile, die diese Bundesrepublik hat, die dieses Deutschland West hat, ist die Tatsache, dass es gebraucht wird. Ist die Tatsache, dass der Kalte Krieg spätestens 1947 begonnen hat, nach der Kurswende der USA deutlich wird, der neue künftige Gegner ist nicht mehr Deutschland, sind nicht mehr die, von denen man gedacht hat, naja, alle Deutschen sind Nazis und über Jahre hindurch müssen wir dieses Deutschland unterdrücken. Das sind nicht mehr die Gegner, sondern schon 1947 wird deutlich, die neuen Gegner sind die Sowjetunion, ist die Sowjetunion. Und wir brauchen unser Deutschland, das westliche Deutschland, zur Unterstützung in diesem Kampf. Denn nicht nur ist das ein Staat mit immerhin 60 Millionen Einwohnern, er liegt auch in der Mitte Europas, er liegt direkt an der Grenze zu dem neuen Feind. Ja, nicht nur liegt er an der Grenze, er ist sozusagen durchgeteilt. Und es ist natürlich ein hochindustrialisiertes Land, das in den letzten zwei Weltkriegen gezeigt hat, dass es in der Lage ist, zu rüsten und Krieg zu führen und so weiter. Also durchaus ein Verbündeter, der für die Amerikaner wichtig ist. Das mag jetzt moralisch fragwürdig sein, da könnte man eine lange Diskussion darüber führen und wurde auch damals geführt, ob Deutschland nicht vielmehr bestraft werden sollte oder auch auf deutscher Seite die Forderung, dass es eben keine Rüstung mehr gibt in Deutschland, dass es kein Militär mehr geben soll in Deutschland. Diese Forderung gibt es. Ich habe erwähnt, es gibt große Demonstrationen. Wir wollen keine Armee wieder haben, keine Bundeswehr. Trotzdem, im großen und ganzen Spiel, im weltweiten Spiel dieser Auseinandersetzung des Kalten Kriegs ist halt Deutschland West, ist die Bundesrepublik notwendig als Partner aus der Sicht Washingtons. Und deswegen wird es auch aufgebaut, aber natürlich erstens, wie wir gesehen haben, ganz im westlichen Sinn, mit Demokratisierung und einer festen Einbindung und eben, na, wenn es schon wieder selbstständig wird und dann, wenn man sehen, noch eine Armee kriegen wird, muss es auch entsprechend aus westlich, aus Washingtoner Sicht, vor allem auch aus Pariser Sicht zum Beispiel und aus Londoner Sicht, fest eingebunden sein in den Westen. Das wird der Startschuss letztlich für die Europäische Gemeinschaft einerseits, die heutige EU sein, wo man politisch Deutschland einbindet, selbstständig, ja, aber gleich eingebunden. Und zweitens natürlich die NATO, wo Deutschland, als es dann eine Armee hat, gleich sozusagen wieder eingebunden ist mit dieser Armee in den Westen. In zwei Schritten möchte ich mit euch nun diese frühe Bundesrepublik anschauen. Vier wesentliche Merkmale, das ist ja so ein Artefakt, kümmert euch nicht drum. Vier wesentliche Merkmale dieser frühen Bundesrepublik. Und wenn man frühe Bundesrepublik sagt, meint man in der Regel die Zeit zwischen 1949 Gründung, das ist klar, und 63 andererseits. Dieses Jahr 63 erschließt sich nur dann, wenn man weiß, dass diese Zeit, diese 14 Jahre geprägt sind von der Kanzlerschaft Konrad Adenauers, der 1949 Kanzler wird und 1963 diese Kanzlerschaft aufgibt. Der also, wir werden noch sehen, auch durch seine ganze Art eine ganz zentrale Person, der prägende Person dieser 50er, im Wesentlichen dieser 50er Jahre sind. Vier Aspekte werden wir uns anschauen, verteilt auf zwei Stunden, sonst wird das zu viel für euch.
Konrad Adenauer, 1800, oh Gott, dass ich jetzt nichts Falsches sage, 73 geboren, oder war es 76? 1876 geboren. Was denkt sich jetzt mancher? Wann geboren? Rechnet mal nach, wie alt der ist. Eben. Na. Also Konrad Adenauer ist ein Relikt gewissermaßen, ein Relikt aus einer anderen Zeit. Und wir werden gleich sehen, schon das ist natürlich ganz typisch. Konrad Adenauer ist geboren im Kaiserreich, und zwar kurz nach Gründung des Kaiserreichs. Ich schaue blätter hier noch rum, um zu verifizieren, 1876 geboren, tatsächlich. Ja? 1876 geboren, also 5 Jahre nach Gründung des Kaiserreichs, da ist Bismarck Kanzler, da wird der Mann geboren. Ja? 24 plus 49, also wow, na, er ist weit in den 70ern, als er Kanzler wird, und den Rest könnt ihr euch ausrechnen, na, weit in den 80ern, als er abtritt als Kanzler. Jetzt könnte man sagen, das ist halt Zufall, und genau das ist es aber nicht. Adenauer, der auch so den Spitznamen, und zwar durchaus in dem positiven Sinne, der Alte trägt, das bezieht sich einerseits aufs Alter, andererseits aber eben auch darauf, was nun im ersten Aspekt hier eine Rolle spielen wird. In der Mentalität vieler Westdeutscher möchte man zurück. Ich habe das schon mehrfach erwähnt. Ne? Die 50er Jahre sind eine Zeit der Restauration, wörtlich Wiederherstellung. Was soll wiederhergestellt werden? Die Zeit vor dem Dritten Reich. Man möchte nicht gefragt werden, was man eigentlich im Dritten Reich gemacht hat. Man möchte nichts hören von Judenvernichtung. Man möchte nichts hören von Vernichtungskrieg. Und an allem ist Deutschland schuld. Fraglos ist Deutschland schuld. Davon möchte man nichts hören. Und das geht runter bis ins Kleinste. Ich habe das Beispiel mehrfach schon verwendet. Ich bin Geschichtslehrer. Ne? Angenommen, ich bin 40-jähriger Geschichtslehrer, als der Krieg aus ist. Da könnte man mich auch fragen, welche Art von Geschichte haben Sie eigentlich Ihren Schülern beigebracht vor 45, Herr Lehrer? Welche Sichtweise, welche nationalsozialistische Sichtweise haben Sie eigentlich dort im Gemeinschaftskundeunterricht unterrichtet? Da erinnere ich mich da möglicherweise als Lehrer sehr ungern dran, um es mal vorsichtig zu sagen. Nein, ich bin jetzt Lehrer der Bundesrepublik, in der Demokratischen Bundesrepublik, und ich möchte nicht damit konfrontiert werden, mit der Frage, was ich davor gemacht habe. Und na, da ist mein Beispiel des Lehrers ist noch ein harmloses. Was haben eigentlich Polizisten gemacht? Wo waren eigentlich die beteiligt? Und wenn es nur beim Absperren waren? Na, da wurden Juden deportiert aus einer Stadt und die Polizei hat halt abgesperrt. Haben die Leute gesehen, die da deportiert werden? Haben sich vielleicht ihre Gedanken gemacht, was mit denen passiert? Inwieweit sind die schuld oder mitschuld? Das will ich nicht fragen. Das will ich nicht gefragt werden. Also, die 50er sind eine Zeit der Restauration, der Verdrängung des Dritten Reichs. Man sieht es sehr, sehr schön in einer Quelle, in einer sehr guten Quelle, die wir in unserem Buch haben. Wenn ihr mal bitte aufschlagt, die Seite 252. 252, dort findet ihr Quelle M8. Hannah Arendt, eine jüdische Philosophin und Schriftstellerin, Journalistin, ist 1933 aus Deutschland geflohen in die USA. 1949, 50 besucht sie Deutschland wieder, also nach fast 20 Jahren ist sie zuerst mal wieder in Deutschland und berichtet jetzt für die sogenannte Commission on Jewish Cultural Reconstruction, berichtet dort, was sie erlebt hat. M8, Seite 252, schaut euch das mal bitte an, haltet das Video an. Bitteschön.
sind wir wieder. Die Frage unten ist interessant, arbeiten Sie die Symptome der Verdrängung heraus? Welche Symptome der Verdrängung sieht man? Nun ja, der Anfang ist schon wahnsinnig spannend. Sie sagt, Hannah Arendt schreibt, doch nirgends wird dieser Albtraum von Zerstörung und Schrecken weniger verspürt und nirgendwo wird darüber gesprochen als in Deutschland. Über den Albtraum der Vernichtung und Zerstörung. Überall fällt einem auf, dass es keine Reaktion auf das Geschehene gibt. Aber es ist schwer zu sagen, ob es sich dabei um irgendwie absichtliche Weigerung handelt oder um eine Unfähigkeit. Diese Gleichgültigkeit und Irritation, die sich einstellt, kann an Personen mit unterschiedlicher Bildung überprüft werden. Das einfachste Experiment besteht darin, expressis verbis, also ganz ausdrücklich festzustellen, was der Gesprächspartner schon vom Beginn der Unterhaltung gemerkt hat, nämlich, dass man Jude ist. Wenn man das feststellt, hierauf folgt in der Regel eine kurze Verlegenheitspause und danach kommt keine persönliche Frage wie etwa, wohin gingen Sie, als Sie Deutschland verließen, und kein Anzeichen von Mitleid, wie zum Beispiel, was geschah denn mit Ihrer Familie, sondern es folgt eine, sondern es folgt eine Flut von Geschichten, wie die Deutschen gelitten hätten. Was sicher stimmt, aber nicht hierher gehört, sagt Hannah Arendt. Und wenn die Versuchsperson dieses kleinen Experiments zufällig gebildet und intelligent ist, dann geht sie dazu über, die Leiden der Deutschen gegenüber den Leiden der anderen aufzurechnen. Womit sie stillschweigend zu verstehen geben will, dass die Bilanz ja eigentlich ganz ausgeglichen ist. Wir hatten es auch schwer. Und weil die Bilanz ausgeglichen ist, braucht man auch nicht mehr drüber reden. Was macht man stattdessen? Man hält sich weder mit der Geschichte des Dritten Reichs auf, auch nicht so sehr mit der eigenen Geschichte, wie man gelitten habe, das wird verwendet strategisch, aber auch das ist nicht interessant, sondern interessant ist das Zukünftige. Wie können wir Deutschland wieder aufbauen? Das ist einerseits natürlich sehr positiv für den Aufbau willen. Wir werden hier noch sehen, zum Beispiel das Wirtschaftswunder, das daraus resultiert. Andererseits natürlich denen gegenüber, die gelitten haben in diesem Dritten Reich, extrem zynisch. Der Deutsche beschäftigt sich nicht mehr mit Politik. Alle, die bei mir in Deutsch sitzen, da weiß ich sicher, die anderen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die es auch machen, die Zeit des Biedermeier, momentan so ungefähr. Jeder weiß es nun schon, was Biedermeier heißt, ne? Rückzug ins Private, Rückzug ins Unpolitische, Rückzug ins Alte, Traditionelle. Man spricht bei den 50ern auch sehr schöner Begriff von motorisiertem Biedermeier. Ne? Also wie 100 Jahre vorher ungefähr, zieht sich der Deutsche lieber ins Private zurück. Ne? Nach dem Motto, einmal habe ich mich politisch engagiert für die Nazis und dann ist es so daneben gegangen. Ne? Ich will nichts mehr davon hören, ich will nichts mehr von Politik hören. Eine sehr deutsche Sichtweise auch, muss man sagen, ne? Schon seit dem 19. Jahrhundert. Politik ist bäh, Politik ist schlecht, Politik ist was für Verbrecher, für ein ordentlicher Mensch macht sowas nicht. Ein ordentlicher Mensch sitzt zu Hause und liest Goethe. So ein bisschen das Gegenbild. Das prägt die 50er Jahre ganz massiv. Das prägt die 50er Jahre ganz massiv. Und jetzt, glaube ich, wird deutlich, warum es nicht so ganz zufällig ist, dass Konrad Adenauer, der Alte, ebenso alt ist. Er ist der Repräsentant einer Zeit, als noch alles in Ordnung war. Einer, der kein Nazi war, er war auch kein Widerstandskämpfer, er war Bürgermeister von Köln, wurde dann abgesetzt von den Nazis, weil er sich geweigert hat, die NSDAP-Fahnen in Köln hissen zu lassen. Kein großer Widerstand, aber immerhin eben auch kein Nazi, auch kein Mitläufer. Jemand, der moralisch integer war und schon durch sein Alter einfach alt, weise und Repräsentant eines früheren, eines
irgendwie besser in Deutschland, als es das Dritte Reich war. Der Adenauer wird uns noch öfter begegnen. Er war bekannt dafür, für seine autoritäre Führung. Man hat es später Kanzlerdemokratie genannt. Dazu brauchen wir jetzt einen winzigen Exkurs in die Sozialkunde. Jeder weiß natürlich noch aus der 10. Klasse, ich wiederhole es trotzdem, die Macht des Kanzlers. Er ist Chef der Regierung in der Bundesrepublik. Dabei sind die Minister der einzelnen Fachressorts aber selbstständig. Im Prinzip machen die in ihrem Bereich selbstständig Politik. Was ist die Aufgabe des Kanzlers? Die Aufgabe des Kanzlers ist es, den großen Plan im Grunde vorzugeben, das große Ziel vorzugeben, die sogenannte Richtlinienkompetenz. Er hat die Kompetenz, die Macht, die Richtlinie vorzugeben. Wie das dann im Einzelnen gemacht wird, dafür ist der Minister im Grunde selber zuständig. Genauer steht das nicht im Grundgesetz. Der Kanzler gibt die Richtlinien vor, die Minister machen das selbstständig. So, die Folge ist, es hängt ganz stark von der Persönlichkeit des Kanzlers ab, was ich unter Richtlinien verstehe. Sage ich unter Richtlinie ganz allgemein, Atomausstieg ist die Richtlinie und jetzt macht mal ihr Minister. Oder gebe ich in der Richtlinie ganz detailliert 1, 2, 3, 4, 5 vor, was einzeln getan werden muss. Also bin ich ein Kanzler, der sagt, Richtlinie heißt für mich, ich plane das durch und ihr macht es dann. Adenauer ist so ein Typ. Oder bin ich eher der Kanzler, der die einzelnen Minister selbstständig machen lässt und wirklich nur sehr vage Ziele vorgibt. Ihr kennt jetzt die Form Adenauers. Gerhard Schröder war auch noch eher so der Typ Adenauer. So hat er sich auch selber gern gesehen. Der Basta-Kanzler hieß er auch. Ne? Das machen wir jetzt, Basta, ohne seine Minister zu fragen. Also eine ganz sehr straffe Führung, wenn man so will. Das Gegenmodell kennt ihr möglicherweise von der Frau Merkel. Ne? Der wird ja oft vorgeworfen, sie entscheidet irgendwie nichts. Das stimmt natürlich so auch nicht. Sie stößt immer wieder was an. Sie gibt schon Richtlinien vor, Atomausstieg, Energiewende. Dann lässt sie aber die einzelnen Minister machen. Ne? Mein Eindruck nach, wenn sie dann das Gefühl hat, jetzt läuft die ganze Sache aus dem Ruder, dann versucht sie das alles wieder zusammenzubringen. Also sie lässt die erstmal machen, bevor sie da so einzeln eingreift. Zwei Strategien. Kann man sich selber überlegen, was einem persönlich lieber ist und was vielleicht auch erfolgreicher ist. Für Adenauer aber klar, ich sage, wo es lang geht und die Minister machen das. Für Adenauer, wo geht's lang? Gutes Stichwort, im Westen. Im Westen geht's lang und im Westen muss es lang gehen. Denn nur im Westen liegt das Heil. Ich suche hier gerade meine Quelle. Auf der Seite 239, wenn ich das mal aufschlag, bitte. Da findet ihr M9. Konrad Adenauer schreibt einen Brief und zwar im Oktober 45, also ein halbes Jahr nach der Kapitulation, drei Monate nach dem Potsdamer Abkommen. Schaut euch mal bitte diese Quelle an, M9, Seite 239, dazu die Aufgabe 1. Was habt ihr rausgefunden? Wie schaut die Lageanalyse Adenauers aus? Die Lageanalyse Adenauers ist eine ganz klare, nämlich Deutschland ist aufgeteilt zwischen Ost und West. Deutschland ist letztlich damit Teil des Kalten Krieges. Und die Rolle gewissermaßen, die er der Sowjetunion zuschreibt, ist eindeutig. Die Sowjetunion ist expansiv. Die Sowjetunion hat im Grunde nur ein Ziel, nämlich Europa zu erobern. Dass sie das nicht hingekriegt haben im Zweiten Weltkrieg, sondern nur sozusagen bis zur Mitte Deutschlands gekommen sind, ja, ist den Amerikanern zu verdanken. Damit ist für ihn klar,
Es gibt für Deutschland West, die Bundesrepublik also, nur einen Schutzpatron gewissermaßen, der dieses Deutschland rettet, der dieses Deutschland beschützt vor einer Eroberung durch die Sowjetunion. Und das ist die USA. Für ihn ist also zentral, der zentrale Aspekt der deutschen Politik, die sogenannte Westbindung. Ein Stück weit trotz Donald Trump und allem gilt es ja bis heute. Unser bester Partner, unser wichtigster Partner, weil unser stärkster Partner in vielerlei Hinsicht sind die USA. Donald Trump hin oder her. Mit keinem anderen Land außerhalb der EU machen wir so viele Geschäfte. Kein anderes Land auf der Welt ist so wichtig, militärisch, politisch, wirtschaftlich wie die USA, ob man es mag oder nicht. Mit keinem dieser Länder ist deswegen das Verhältnis Deutschlands so wichtig wie zu den USA. Das ist die Erkenntnis Konrad Adenauers schon Ende der 40er, Anfang der 50er. Im Kalten Krieg wird jedes Land Opfer der Sowjetunion, wenn man das nicht verhindert. Und verhindern kann das nur ein Land, und das ist die USA. Folge also, wir, die Bundesrepublik, muss fest an der Seite der USA stehen, was es auch kostet. Was es auch kostet. Das betone ich deswegen so, denn es kostet eine Menge. Denn damit wird die Einheit natürlich unmöglich. Denn mit dem Kalten Krieg wird klar, es wird zu keiner deutschen Einheit mehr kommen, wenn wir fest an der Seite der Sowjetunion sind, Ostdeutschland dagegen fest an der Seite Russlands oder der Sowjetunion. Was habe ich jetzt gesagt? Wenn wir fest an der Seite, Westdeutschland fest an der Seite der USA bleibt, Ostdeutschland, die DDR, fest an der Seite der Sowjetunion. Ich hoffe, jetzt ist es klar. Damit ist die Einheit unmöglich. Man muss sich klar machen, dass aber Ende der 40er und auch noch in den 50ern sehr viele Menschen, vor allem in Konrad Adenauers konservativer CDU, sehr viele Menschen damit rechnen oder sehr dringend hoffen, dass möglichst bald die Einheit wiederkommt. Also diese Sichtweise, die ihr nicht mehr so, aber meine Generation hatte. Na, ich bin aufgewachsen, 1968 geboren. Ich bin aufgewachsen in der Vorstellung, es gibt einfach zwei Deutschlands, das ist so, so wie es halt Frankreich gibt oder Chile oder Österreich, völlig normal. Das hat man hier noch nicht Anfang der 50er. Sondern für die ist diese Teilung ganz frisch und man rechnet im Grunde damit, dass diese Teilung bald wieder aufgehoben wird, dass Deutschland wieder vereint wird. Dass das so lange dauern wird, das ahnt damals niemand. Wenn man diesen Menschen also sagt, Leute, macht euch klar, eine Einheit wird es erstmal nicht geben, damit macht sich Konrad Adenauer viel Ärger, auch und gerade in seiner eigenen konservativen CDU. Indem er ganz deutlich sagt, es gibt ganz klare Prioritäten. Primär, zentral ist die Westbindung. Und erst danach kommt die Einheit. Die Einheit können wir nur anstreben, wenn sie innerhalb des Westens stattfindet. Und 1990 kam es ja dann nochmal zur Einheit, aber im Westen. Insofern war da der Plan Adenauers erfüllt. 1952 macht die Sowjetunion einen interessanten Vorschlag, die sogenannte Stalin-Note. Da werft ihr vielleicht noch kurz einen Blick drauf. Der Vorschlag heißt, kurz gesagt, das zu tun, was man für Österreich dann auch umsetzt, das auch für Deutschland zu machen. Nämlich, Deutschland wird wiedervereint, die beiden Teile Deutschlands, DDR und BRD, aber dieses neue Deutschland muss neutral sein, darf also weder dem Westen der NATO angehören, noch dem Osten. Der Hintergrund ist, dass da schon diskutiert wird oder überlegt wird, wie man die Bundesrepublik mit der neuen Armee dann in die NATO integrieren kann. Von heute aus gesehen ist das also gewissermaßen ein Störmanöver. Man möchte diesen NATO-Beitritt verhindern. Sozusagen, indem man so ein neutrales Deutschland in der Mitte schafft. Wie sieht Konrad Adenauer die Sache? Schaut euch mal bitte an, Seite 241. Da findet sich hier links unten die Quelle M12b, die aus den Memoiren Adenauers von 1968.
eigentlich hättet ihr die Quellen nicht gebraucht, ne? Nach meinen Ausführungen, müsstet ihr euch das eigentlich schon erschließen können, wie Adenauer das sieht. Für ihn ist das völlig klar, das ist völlig inakzeptabel. Das ist völlig inakzeptabel. Wir wollen so eine deutsche Einheit nicht. Das war nur der Versuch der Sowjetunion, hier an den deutschen Nationalismus, wie er sagt, zu appellieren und die Westbindung irgendwie zu zerbrechen. Für ihn ist völlig klar, das wird, glaube ich, hier sehr deutlich, ein neutrales Deutschland, das nicht mehr den Beschützer der USA hinter sich hat, das ist über kurz oder lang das Opfer der Sowjetunion. Wenn man das verhindern will, braucht man die Westbindung. Und damit ist die Einheit zunächst mal in weiter Ferne zumindest. So viel zu diesen zwei Aspekten. Die nächsten beiden Aspekte werden wir uns in der nächsten Stunde anschauen. Als Hausaufgabe guckt ihr euch noch bitte an auf der Seite 252. Dort findet sich M7. Eine Karikatur, die hatte ich auch schon mal bei einer Schulaufgabe irgendwo verwendet, oder ich weiß nicht mehr so genau. Analysiert diese Karikatur mal bitte. Denkt immer dran, wie analysiere ich Karikaturen? Erstmal beschreiben, was da ist. Das ist wichtig, auch bei Schulaufgaben, da hängen eine Menge WIs dran. Ohne, dass ich erstmal groß was sagen muss. Erstens, was sehe ich? Und zwar genau, was sehe ich eigentlich? Zweitens, was bedeutet das, was ich sehe? Und drittens dann die eigentliche Interpretation, welche Gesamtaussage in einem Satz, welche Gesamtaussage, was will mir die Karikatur sagen? M7, Seite 252. Viel Spaß damit, ich wünsche euch was, schöne Tage, und ich ende, habe ich das Gefühl, fast jedes Mal mit demselben Satz in jedem Kurs, aber so ist es. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder sehen. Ich habe das Gefühl, zumindest für uns hier, die Q11, rückt dieses Datum jetzt langsam näher. Ich freue mich jedenfalls auf euch. Bis dann. Ciao.